It makes no difference. Take this. Yeah. Versenktes Siegel. Hau den mal um, dass er Xodi nicht aus Versehen tötet. Okay. Oh, sind das da. Ist das eine Stachelfalle im Boden, in die wir reingetappt sind hier? Hervorragende Waffe auch noch. Hm. In ein Gewand gehörte Gestalt mit einer Laterne in der Hand ist deutlich zwischen den Ätzungen zu sehen. Die diesen Sarg von Fark verzieren. Mhm. Bisschen Geld für uns. Grabrede für Isir, die Mahnwache. Während das Blut aus den tiefen Wunden quillt und der Tod um die Grabkammer schleicht, lass Stille fallen als letzter Schleier, durch den mein Priester in Berats dunklen Schlund eingeht. Nach so unzähligen Hilfen hat mein Streitkolben versagt. Jetzt verbinde ich seine Wunden und kann ihm nur beim Sterben zuschauen. Grabrede für die Toten. Das ist hier. Ich habe einen Teil der Grabrede für Isir gelesen. Seine Meisterin Faden, die Dame der Mahnwache, kämpfte mit einem Streitkolben an seiner Seite. Ich habe einen Teil der Grabrede gefunden. Er bezieht sich auf die Mahnwache. Mhm. Ja, ich kann auch hier oben lang gehen. Die Wächterteil scheint zum Glück leer zu sein gerade. Das ist jetzt nicht gut. Ich weiß nicht, ob der Wächter hier nicht noch mehr Verbündete hat. No can do. Bis jetzt scheint er allerdings alleine zu sein. Ich glaube, das ist der letzte auferstandene Waffenmeister, der noch fehlt. Sieht bis jetzt jedenfalls danach aus. So, hier liegt noch jemand. Mit Obsidianplättchen und einem Streitkolben. Ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt einmal hier außen rumgehen und da unten wieder rauskommen werden. Ganz ehrlich, die Musik klingt so friedlich für das Geschrei, was im Hintergrund noch zu hören ist. Atiti-Wurzeln. Mhm. Of course. To see in the light. Und da ist eine Falle. Seid ihr irre? Das frage ich. Die sind alle irre, ja. Ja, das war das, was ich mir gedacht habe. Es geht hierhin zurück.
zum Ausgangsgebiet. Wenn ich das hier betätige, geht das hier auf. Aber sicherlich ist hier nichts aufgegangen. Nö, sieht nicht danach aus. Yes? I'm here. I'd be glad to. Fose. Ein normales Skelett. Normale Skelette. Okay, in Anführungszeichen normal. Das sind wahrscheinlich höherleveligere Skelette. Katakomben-Tunnel, da geht's weiter. Hier möchte ich halt immer noch gerne reinkommen. Hm? Hm? Certainly. Weiß nur nicht wie. Das Skelett steht starr wie ein Stein, ebenso stark und bewacht in Eiligkeit die dahinter liegende Gruft. Das Skelett untersuchen. Die Schultern des Skeletts sind kampfbereit gestrafft. Seine Finger greifen die verrosteten Überreste eines großen Streitkolbens. Eine erodierte Gravierung an der Wand über den Schädel stellt eine kniende Frau dar, die eine Laterne hochhebt. Okay, die Dame der Mahnwacht, die hätten wir ja schon mal. Das Skelett steht starr wie ein Stein, ebenso stark und bewacht in aller Ewigkeit die dahinterliegende Gruft. Die Brust des Skeletts ist stolz geschwellt, die kräftigen Hände greifen den Griff eines kunstvoll verzierten, aber in unzähligen Kämpfen abgenutzten Speers. Eine erodierte Gravierung an der Wand über dem Schädel stellt einen Mann dar, der triumphiert unter einem großen Tor steht. Okay, lassen wir die beiden Jungs nur noch schlafen. Und kümmern uns lieber um die Standardskelette hier. Ich meine, es sind Standardskelette. Es sind Standardskelette. Ach du meine Kacke. That order is too tall. Das hat wehgetan. Okay, das ist böse, aber es ist cool. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ach cool, ich habe ihn verwurzelt.
Ach stimmt, ich muss erst da unten fertig machen, weil ich muss hier oben ja lang. Also ja, was ich machen sollte, ist die beiden Skelette ausschalten und dann die Brücke als Kampfengpassage nehmen. Das dürfte ja gut klappen eigentlich normalerweise. Of course. Much to see in the lab. Also entweder hier diese Brücke nehmen zwischen den beiden Säulen, da kann man richtig gut kämpfen. Oder aber noch weiter zurückziehen. Aber ich glaube, die Brücke ist enger. Ja, das eine sind definitiv nur normale Skelette, die ziemlich schnell den Geist aufgeben. Nur die etwas stärkeren Viecher. Genau, die zwei sind recht schnell weg. So. So, die hilf uns mal ein bisschen. Alof, dasselbe Spiel. Okay, du kannst abbrechen. Xotir, Superheilung. Ich belebe mal. Gott sei Dank, das hat noch geklappt auf Xotir, bevor der Waffenmeister sie tötet. Der Waffenmeister ist tot. Mhm. Ich muss echt zugeben, es hat Spaß gemacht. Auf eine gewisse Art und Weise hat das recht viel Fun gemacht, gerade eben. Alright. Da einen auf Last Man Standing. Vergessene Mausoleum, okay. Indeed. Na, die beiden sind leider immer noch geschlossen. Und soweit ich weiß, hat Arlof keinen Teleport oder sowas. Nö. Oh? Hm? Yes, I'd be glad to. Und dem kann ich auch nur im Kampf beschwören. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Variante, mich hier oben durch das Loch zu quetschen und zu gucken, wo ich rauskomme oder in die Krypta zu gehen. Also ins vergessene Mausoleum. Und das Mausoleum kann wieder riesengroß sein.
Durch die bröckelnde Umbrech seines alten Grabes wird ein Durchgang tiefer in den Berg hinein. Den Eingang untersuchend. Knochenreste ragen aus den Wänden im Grab heraus. Seine Nischen sind nun mit losen Steinen gefüllt. Vor dir führen die Gräber in einen Durchgang. Er biegt nach links ab und eine Brise zischt in die hohle Dunkelheit hinein. Betreten wir ihn mal. Du ziehst dich in das Grab hinauf. Hinter den halb begrabenen Leichen, die ihn säumen, findet sich ein Durchgang durch den Stein nach oben. Du folgst vorsichtig den gebogenen Gang nach oben und lässt das Licht der Katakomben hinter dir.